So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wie ihr gesagt mitbekommen habt, habe ich einen kleinen Anruf gerade nebenbei bekommen. Das war jetzt nicht ganz unwichtig. Deswegen, ja. Gut, in der letzten Folge haben wir Cobranes gemacht. Heute machen wir wieder mal eine kleine Nebenquest. Müssen wir mal gucken. Was sind das hier unten? Warte mal. Wahrscheinlich irgendwas. Der Berg. Was ist denn hier los? Was denn, wo ist das denn? Hier. Ach so, das ist hier die Prüfung der Sachen mit. Sag mal, ist die nicht eigentlich irgendwann mal zu Ende, die Prüfung? So, ich muss gerade gucken. Da bin ich. Ja, das Cobranes haben wir heute gemacht. Gestern gemacht, so rum. Jetzt hüpfen wir mal darüber. Ja. So. So. Mein legendäres Hippo. Du hättest nicht herkommen sollen. Warum auch immer der jetzt auf einmal so provokant provoziert hat. Ja, wie gesagt, ich werde natürlich jetzt ein bisschen Nebenaufgaben machen momentan. Wie gesagt, ich habe euch ja angekündigt, ich werde eine Nebenquest machen, bis ich jetzt wieder aus dem Urlaub zurückkomme. Und sobald ich wieder aus dem Urlaub da bin, geht es wieder auch mit der Hauptmission weiter. Dann geht es weiter mit der Hexe. Wir sind sowieso wahrscheinlich mega überlevelt. Aber naja, egal. Da ist es drum. Sag mal. Ihr hättet mich töten sollen. Nun sterbt ihr. What the fuck? Ja, mach mal. So, jetzt muss ich gerade sowieso mich ein bisschen, mal ein bisschen laden. Boah, Alter. Kann ich mich hier aufladen? Ja. Jo, ich glaube, die Mission heißt nicht so, sondern das ist einfach nur so ein Nebenereignis. Was? Beschützt den Berg! Du hättest nicht herkommen sollen! Schnapp dir den Bastard! Keine Gnade! Komm her hier. Der verpisst sich gerade. Das haben wir hier noch einen oder. Oh, guck mal, hier schwebt was. Ah, Hinterhalt. Hallo, Freunde. Ihr hättet mich töten sollen. Nun sterbt ihr.
Habt ihr gut gemacht, danke schön, Freunde. Lass mich raus, hörst du? Aber mitnehmen. Wer wird sich noch das Genick brechen? Oh ja. Du bist Bayek von Siva, oder nicht? Ja. Ich habe viel von dem Magi gehört, der durch die Wüste reist. Ich bin Theodoros, einer von vielen, die gegen die Philakitai rebellieren. Warst du deshalb in diesem Käfig? Ja, ein Fehlschlag. Ich verfolge Deratos, einen ruchlosen Feldherrn von Ptolemaios, mit einem Hass auf alle Ägypter. Ein Mörder von Müttern, Vätern und Kindern. Ich werde nicht ruhen, bis seine Leiche Futter für die Würmer ist. Leihst du uns dein Schwert? Gerne. Dafür immer. Eine Freude! Ich treffe meine Männer in Bakias. Komm mit! Wie kommt es, dass ein Grieche für die Sache der Ägypter kämpft? So, auf geht's. Mein Vater war Ägypter. Meine Mutter, Griechin. Kannst du mal irgendwie... Kam der Tag, als ich jeden Tropfen griechisches Blut auf meinen Körper quetschte und schwor, Ägypten von Männern wie Deratos zu befreien. Und kannst du mal hochkommen? Geschafft. Wir fanden sein Lager, aber sie waren in der Überzahl. Wir mussten uns trennen. Ich glaube, wir sind hier schon angekommen, oder? Ich wurde von Kundschaftern gefangen und verprügelt, bis ich ihnen unseren Rückzugsort verriet. Aber du hast sie in eine Falle gelockt. Clever. Wir suchen hier Unterschlupf und warten auf den richtigen Moment. Komm her, hier. Oh? Wo kommt der jetzt her? Bin im Reich von... Da bist du! Informiert. Ich wusste, dass meine Brüder mich retten würden, aber ich wusste nicht, dass der Magi aus Siva auch dabei sein würde. Ja. Du genießt großes Ansehen in meiner Gruppe. Wir verfolgen. Wir suchen hier Unterschlupf und warten auf den richtigen Moment. Ich werde informiert. Wir müssen uns sputen. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Verdammt, die entsenden Kundschafter. Theodoros, der Ratus hat das Lager verlassen. Er ist fort. Der Ratus ist fort. Verflucht, er entgleitet mir auch jedes Mal. Was sollen wir tun? Aufgeweckt sein. Wir haben die Gelegenheit, zwei Siege zu erringen mit nur einem schnellen Schlag. Wir müssen warten, bis der Ratus ins Lager zurückkehrt. Ich weiß, dass sein persönlicher Schreiber noch in Karanis geblieben ist. Wir werden angegriffen, wenn wir es nur wagen, in der Nähe zu furzen. Aber dich kennen sie nicht. Bring den Schreiber zu uns. Er verrät uns, was wir wissen wollen. Und wie finde ich ihn? Bei Nacht schläft er im Innenhof. Während des Tages findest du ihn bei seiner Arbeit am Tempel oder auf der Terrasse über dem See. Er kleidet sich elegant und hat infolge unseres Angriffs jetzt eine Leibwache. Du kannst ihn kaum verfehlen. Alles klar. Finde den Schreiber an Karanis und bring ihn zu Theodoros. Na dann, auf eins. Ja, wie gesagt, ich werde immer nur kurze Folgen machen. Seht es mir bitte nach, dass ich nicht über länger als 10 Minuten gehen. Hat seine Gründe. Wie gesagt, ich sage ja, ich fliege immer wieder in den Urlaub. Bin wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, schon im Urlaub.
So. Na dann. Neuer Ort entdeckt, Karanis. Da ist er. Du scheinst aber nicht viele Feinde zu sein. Stand jetzt nicht so viele Feinde zu sein, oder? Das ist der. Nö, scheinbar nicht.